Hier neben mir siehst du eine wunderbare Maschine. Das ist ein alter Langbandschleifer. Und im heutigen Video werde ich dir mal drei Punkte nennen, warum ich diese Maschine so liebe. Bleib auf jeden Fall bis am Ende vom Video dran, denn dann werde ich dir mal sagen, was hier diese Maschine mit den Schleifbändern gekostet hat. Du wirst wahrscheinlich sehr erstaunt sein. Also bleib auf jeden Fall am Video dran, dann werde ich dir sagen, was ich für dieses Stück Metall quasi bezahlt habe. Eine Sache werde ich im heutigen Video aber nicht zeigen, und zwar ist das hier nebendran diese Kiste. Ich will gar nicht so viele Worte verlieren, denn das ist ein cooles eigenes Projekt, worüber es auch bald ein eigenes Video geben wird. Deswegen abonniere am besten jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke, denn das ist eine ziemlich coole Holzfassade bzw. Holzfront. Aber in dem eigenen Video werde ich ja dann ganz genau zeigen und erklären, wie ich das gemacht habe und warum vor allen Dingen. Aber jetzt viel Spaß mit meinen drei Gründen, es sind wahrscheinlich ein paar mehr, warum ich hier diese Maschine liebe. Wenn du so eine Maschine jetzt im Vorhinein noch nicht gesehen hast, fragst du dich vielleicht gerade, okay, gut und schön, was ist denn das? Was kann man damit machen? Was berechtigt es, diese Maschine so viel Platz in der Werkstatt einzunehmen? Also grundsätzlich kann man das eigentlich mit einem normalen Bandschleifer vergleichen. Wir haben hier einmal unsere Auflagefläche, hier kommt dann das Schleifband drauf, sieht schon relativ ähnlich aus wie hier. Wir haben hier die beiden Rollen und damit schleifen wir halt eben Holz. Nur hier ist das Ganze quasi linksrum gedreht. Hiermit gehen wir zum Holz und schleifen das Material. Und hier nehmen wir halt eben das Holz links auf den Tisch und bringen das Holz quasi zur Maschine, um es dann zu bearbeiten. Wir haben dazu erstmal hier einen großen Rolltisch. Auf den können wir dann quasi unser Material drauflegen, um das dann zu bearbeiten. Wir haben hier einmal einen Anschlag. Den können wir hier so ein bisschen verstellen. Da können wir halt eben einfach ein bisschen ergonomischer das Material mittig auf den Tisch schleifen. Aber grundsätzlich ist es besser, wenn der Anschlag weiter links ist, weil dann ist halt eben diese Strecke, wo das Schleifmehl, was erzeugt wird, das wird dann hier besser eingesaugt. Und dieser Anschlag hier, den spannt man dann hier so fest. Und hier wird dann halt eben das Holz angelegt, um es anschließend zu bearbeiten. Es ist natürlich die Frage, okay, was passiert, wenn hier dieses Holz mal irgendwie durch ein Versehen über den Anschlag drüber fliegt. Das kann ich euch auch zeigen, denn das ist hier an der Maschine schon dem Vorbesitzer passiert. Also diese Maschine hier ist auch auf jeden Fall kein Spielzeug. Mir ist bis jetzt noch kein Malheur passiert. Das bedeutet, das Holz ist immer bis jetzt liegen geblieben. Aber speziell, wenn man kleinere Stücke schleift, kann es halt eben passieren, dass die über den Anschlag geraten und dann hier hinten reingezogen werden. Und dann sieht man halt, dass da schon ziemlich große Kräfte drauf wirken. Da hat es nämlich das komplette Blech verbogen. Hier haben wir eine Kurbel, die läuft wirklich butterweich. Damit können wir halt eben den kompletten Tisch hoch oder runter kurbeln. Also den kann man schon relativ weit runter kurbeln, aber ich sag mal, normalerweise ist das hier eine Maschine, beziehungsweise ich benutze normalerweise, um halt eben Platten zu schleifen. Das bedeutet normalerweise, soll ich nochmal normalerweise sagen, das bedeutet, dass halt eben der Tisch eigentlich immer so unter den ersten 6 cm bewegt wird, weil die Platten, die ich herstelle, nicht dicker als 3 cm in den meisten Fällen sind. Diese Höhenverstellung brauchen wir, damit wir das Material knapp unter das Schleifmaterial, unter das Schleifband bringen können. Das Band hier ist übrigens 5,80 Meter lang, beziehungsweise nein, es ist 6,90 Meter lang, also noch ein bisschen länger. Denn man schleift, indem man hier den Schleifschuh ein Stück nach unten drückt. Das ist jetzt in dem Fall sogar noch zu viel. Aber man bewegt den Schleifschuh über das Material, bewegt dazu noch den Tisch, um halt eben mit dem Band dann die Oberfläche zu schleifen. Das werde ich euch gleich auch noch zeigen, aber ich will euch noch ein paar Dinge bei der Maschine zeigen. Dann werden wir mal was schleifen. Wir haben hier oben noch dieses Brett, das ist dafür gedacht, dass wir halt eben freie Hand hier oben noch etwas schleifen können. Und ich benutze es tatsächlich in den meisten Fällen dafür, meinen Bleistift zu schleifen. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das darf man aber auf jeden Fall nicht unterschätzen. In manchen Schreinereien haben dann die Eigentümer, die haben dann hier auch einen Schutz drüber gebaut, weil wenn man hier irgendwie mit seinen Händen drauf kommt, wenn das Ding in voller Geschwindigkeit läuft, das ist schon ganz schön uncool und man hat meistens hier so 80er Korn drauf. Da geht dann schon einiges weg. Muss man auf jeden Fall gut aufpassen. Aber wir haben noch ein paar Möglichkeiten, freie Hand oder halt irgendwie geführt, was zu schleifen. Zeige ich da jetzt. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, tatsächlich einen Tellerschleifer draus zu machen. Aber den benutze ich nicht, weil dafür ist es einfach so ein bisschen zu staubig. Man kann hier nicht direkt eine Absaugung dran machen. Und ich habe sowieso einen Tellerschleifer, deswegen wird das hier nicht benutzt. Aber wir hätten theoretisch die Möglichkeit, hier einen Tellerschleifer draus zu machen. Dafür ist auch genau hier dieses Rundmaterial. Und dafür gibt es auch hier einen Schleiftisch. Den habe ich aber abgebaut, um das Schleifband ein bisschen besser wechseln zu können. Der wird dann hier so dran montiert und dann kann man halt eben hier
an dieser kleinen Stelle was schleifen. Wie gesagt, wird aber nicht von mir benutzt. Außerdem ist es aber auch ganz praktisch, hinten den Schutz zu entfernen. Dann haben wir hier eine große Rundung, an der wir halt eben auch etwas schleifen können. Ich benutze das nicht ganz so oft, weil es hier halt ein bisschen eng ist. Deswegen, wie gesagt, benutze ich das nicht so oft. Aber es ist ganz schön, hier eine große Oberfläche zu haben, an der man halt eben etwas freihand schleifen kann. Das hier ist das Kontergewicht. Also damit wird quasi bei mir der Langbandschleifer gespannt. Aber ich bin mir hier nicht hundertprozentig sicher. Ich habe in der Schreinerei die gleiche Maschine gesehen. Dort wurde halt eben die Maschine über hier unten diese Kurbel gespannt. Aber diese Langbandschleifmaschine wurde halt eben in der ehemaligen Schreinerei immer so gespannt. Deswegen spanne ich das Ganze so weiter. Und deswegen wird das Band hier über das große Gewicht gespannt. Hinten haben wir aber noch einen Schleifzusatz. Und zwar haben wir hier einen kleinen Spindelschleifer. Da ist sogar noch Schleifband drauf. Benutze ich aber auch nicht, weil ich hier halt auch gar nicht mehr dran komme. Und ja, dafür habe ich andere Maschinen. Deswegen ist das hier noch ganz schön anzusehen. Wird aber auch nicht benutzt. Zur Technik. Das ist halt echt ganz, ganz cool bei dieser Maschine. Die ist so in etwa aus den 70er Jahren. Und ich habe sie gekauft. Wir haben den Stecker dran machen lassen. Und dann habe ich sie quasi eingeschaltet und das war's. Wir haben hier einen Stern-Dreieckschalter, um den 4 kW Motor quasi zu starten. Das bedeutet, wir haben einmal den ersten Gang, um die Maschine anlaufen zu lassen. Und dann schalten wir in den zweiten Gang. Das sieht ihr gleich, wenn wir die Maschine dann benutzen, um halt eben die volle Leistung vom Motor zu bekommen. Die neueren Elektromotoren machen das halt eben, ich glaube, mit einer Schaltung, mit einer Elektronik. Aber hier wurde das noch von Hand gemacht. Stern-Schaltung und dann schaltet man um in die Dreieckschaltung. Bei diesen Maschinen hier hat man oft Ölpunkte bzw. Schmierpunkte, weil das Ganze nicht permanent geschmiert ist. Das bedeutet, man musste immer von Zeit zu Zeit Öl oder Fett nachpressen oder nachdrücken, damit halt eben alles, was man bewegt, geölt wird. Und da hat diese Maschine einige Punkte, wo man eben Fett und halt eben Öl nachfüllen muss. Und da zeige ich dir jetzt ein paar. Von Zeit zu Zeit drehe ich halt eben hier diese Fettkappen so ein bisschen nach, damit wieder neues Fett in die Lager gepresst werden. Das ist auch, um genau zu sein, eine Verbraucherschmierung. Das bedeutet, dass hier unten an den Seiten, ich komme jetzt nicht dran, das Fett durchgepresst wird und dann ist halt immer eine neue Fettschicht, ein neues Fett ist dann im Lager drin und deswegen hält das auch echt lange. Fett ist an den Stellen gut, wo sich etwas schnell dreht oder wo etwas auch warm wird. Dann wird das Fett ein bisschen flüssiger und kann dann auch wirklich durch die Kugeln oder in halt eben dem Lager sich verteilen. Aber wir haben hier ja noch ein paar Höhenverstellungen, wir haben ein paar Drehpunkte, die sich nicht ganz so oft bewegen. Und da wird halt eben dann Öl reingepackt. Und da gibt es auch ein paar schöne Ölstellen, wie zum Beispiel hinten an dem Getriebe für die Höhenverstellung. Ganz unscheinbar haben wir hier einen Öltopf für quasi das Umlenkgetriebe hier. Wir haben hier unten einen Öltopf, um dort die Welle unten, da sieht man, dann dreht man sie so ein bisschen, um die ein bisschen zu schmieren. Aber auch hier haben wir einen Öltopf, einfach nur, weil dieses Teil sich so bewegt, haben wir hier einen Öltopf, um halt eben Öl nachzupacken. Ich habe diesen Langbandschleifer gekauft und da waren zum Glück einige Bänder dabei. Das war auch der Grund, warum ich mich für diese Maschine entschieden habe. Und wie wechselt man so ein Band? Haben wahrscheinlich viele noch nicht gesehen, ist aber echt ganz schön einfach. Und zwar muss man dafür einfach hier das Gewicht hochheben und dann seht ihr schon, das Band ist entspannt. Das ist jetzt auch der Grund, weswegen ich den Tisch für den Tellerschleifer demontiert habe. Der war immer ein bisschen im Weg. Dann kann ich das Band hier runternehmen, dann öffne ich hier die Klappe. Und jetzt kann man das Band einfach wechseln, tatsächlich wie beim normalen Bandschleifer, alles einfach nur ein bisschen größer und massiver. In den meisten Fällen habe ich auf der Maschine 60er oder 80er Korn. Ich schaue so ein bisschen, dass mein Bestand an Schleifband immer gleichmäßig runtergebracht wird oder verbraucht wird. Deswegen habe ich derzeit 80er Korn. Aber mit 80er Korn kann man echt schon ziemlich viel Material, speziell hier mit runterschleifen. Ich habe auch 150er Korn. Normalerweise lasse ich 80er Korn drauf, weil es dauert ein bisschen, beziehungsweise ist ein bisschen nervig, das Band zu wechseln. Es ist halt so eine Frage, okay, lohnt es sich jetzt hier für das eine Brett das Band zu wechseln? Dann ist man doch ein bisschen schneller mit dem Extender-Schleifer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel super viele Paneelen herstelle, dann lohnt es sich hier schon extrem, das Band zu wechseln, weil dann muss man wirklich noch einmal mit dem Extender-Schleifer drüber, vielleicht mit Korn 320, aber man hat schon den Großteil hier mit der Maschine geschliffen und das geht ratzfatz, sage ich euch. So, ich spanne das Ding jetzt aber wieder. Hier entsteht extrem viel Schleifstaub, also man darf das echt nicht unterschätzen.
Da entsteht extrem, extrem viel Material. Die Absaugung zeige ich euch nicht, wie gesagt, weil das ein eigenes Projekt ist. Das kommt bald auf meinem Kanal. Aber ich zeige dir gerade noch für die Leute, die vielleicht neu auf dem Kanal sind, an was ich gerade noch arbeite. Das ist nämlich auch ein abgefahrenes Projekt. Und zwar baue ich mir gerade ein Sägewerk, denn ich arbeite echt ganz gern mit Massivholz. Und weil ich noch ein paar Baumstämme habe, habe ich mir überlegt, komm, ich baue ein Sägewerk. Wie gesagt, das kommt auch jetzt bald auf meinem Kanal. Deswegen würde es mich freuen, wenn du dem Kanal folgst. Vorgestern ist mir das komplette Sägegatter runtergeplumpst. Und da hatte ich einen massiven Hexenschuss mir geholt, als ich es wieder versucht habe hochzuheben. Das wird alles noch ein bisschen verbessert. Aber das ist ein eigenes Video. Jetzt geht es mit dem Bandschleifer weiter. Und wir kommen jetzt zum ersten Punkt, warum ich die Maschine liebe. Und jetzt sind wir auch schon beim ersten Punkt angekommen. Ich liebe diese Maschine, weil die einfach wunderschön gebaut ist. Wir haben tolle Technik. Wir haben Technik, die lange funktioniert. Wir haben Technik, die nicht störanfällig ist. Solange da der Strom richtig angeklemmt ist, Fett in den ganzen Fettkappen ist, läuft die Maschine auch. Und das finde ich einfach so toll. Die Maschine stellt man hin. Wir haben sie damals einfach abgebaut, wie gesagt, ein Stromkabel dran gemacht und seitdem läuft die Maschine ohne Wenn und Aber. Also es ist wirklich kein Scherz, wir haben hier ein neues Kabel dran machen lassen, ich habe ein Schleifband drauf gemacht und habe dann angefangen zu schliffen. Mehr war es nicht und das finde ich so toll an dieser Maschine. Man kann sie benutzen, man kann sie kaufen und man kann sie benutzen. Bevor die Breitbandschleifmaschinen, glaube ich, populär waren oder in waren, waren halt eben hier diese Maschinen relativ oft in Schreinereien drin, glaube ich zumindest mal. Die Breitbandschleifmaschinen haben diese Maschine halt so ein bisschen abgelöst, aber die Breitbandschleifmaschine hat so unfassbar viel Technik. Das ist halt nicht so eine Maschine, die man einfach mal so kauft und sich in die Werkstatt stellen kann und benutzen kann, weil man braucht so viel. Man braucht erstmal die geeignete Stromleitung, um das Teil zu benutzen. Man braucht Druckluft, man braucht, wenn irgendwas ist, auf jeden Fall einen Elektriker, weil halt die Breitbandschleifmaschinen teilweise echt schon eine richtige elektrische Steuerung haben. Und dieses Teil halt hier nicht. Und das ist einfach schön. So Technik gefällt mir sehr gut. Jetzt werden wir mal was schleifen. Ich habe jetzt kein frisch verleimtes Brett, deswegen werden wir uns einfach mal hier so ein Brett holen. Und ich werde mal da hier so ein paar Striche drauf machen. Normalerweise würde ich jetzt hier mit dem Extender-Schleifer mit 80er, 120er, 180er anfangen zu schleifen. Und jetzt zeige ich da mal, wie der Ablauf bei dem Langbandschleifer ist. Ja, die Maschine läuft noch und man sieht es wahrscheinlich jetzt nicht so auf der Kamera, aber das hier ist ein ganz anderes Schleifbild wie mit einem Extender-Schleifer. Also ich finde, das hier sieht halt echt wirklich schon aus wie fast vom Schreiner. Aber der Riesenvorteil bei der Maschine ist ja, dass man damit sehr, sehr viel Material abnehmen kann. Und da hat man das jetzt, glaube ich, nicht so gut erkannt, denn wir haben hier keine Ausrisse drin. Das Brett war vorher schon geschliffen, deswegen hobeln wir jetzt erstmal ein Brett, das wird ein paar Ausrisse bekommen. Und da schleifen wir das Ganze mal und dann können wir es ein bisschen besser sehen. So, wir haben das jetzt gehobelt. Das war extrem laut, weil die Messer stumpf sind. Wir haben hier viele Ausrisse. Grundsätzlich haben wir eigentlich überall Ausrisse. Und was würde man machen, wenn man jetzt das Ganze weiter bearbeiten möchte? Mit dem Extender-Schleifer müsste man jetzt hier, bräuchte man gar nicht so viel zu tun, weil das sind einfach zu tiefe Ausrisse. Da würde man jetzt wahrscheinlich, wenn man keinen Langbandschleifer hat, einen normalen Bandschleifer holen. Das schleifen wir jetzt mal und dann seht ihr, wie das mit dem Bandschleifer funktioniert. Ich werde noch ein paar Striche drauf machen, damit ihr besser den Abtrag sehen könnt. Kleine Info am Rande, ich habe jetzt Pullis bei mir im Shop-Sortiment. Da würde ich mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Es sind ein paar richtig coole Logos. Das machen ein paar Jungs aus Wehrheim, die drucken das Ganze dann dort und verschicken es dann zu dir nach Hause. Also würde mich freuen, wenn du mal da vorbeischauen würdest. Ist der erste Link in der Videobeschreibung.
Wir sehen jetzt hier in der Mitte von dem Brett, dass wir keine Ausrisse mehr haben. Also eben haben wir ja gesehen, hier waren überall so kleine Ausrisse, aber hier, wo das Holz quasi sauber ist, in Anführungszeichen, haben wir die Ausrisse jetzt schön weggeschliffen bzw. verschliffen. Natürlich haben wir jetzt hier noch ein paar Ausrisse, wo die Ausrisse einfach viel zu tief waren, aber das sieht jetzt schon um Welten besser aus, wie es vorher ausgesehen hat. Man sieht auch immer ganz schön, das Schleifmehl, was entsteht, ist sehr, sehr fein und das setzt sich dann noch direkt in allen Lücken ab. Da sieht man nochmal, wie viel da wirklich entsteht. Aber das hat schnell funktioniert und theoretisch könnten wir jetzt hier dieses Stück, wenn wir bei dem anderen Teil nicht weiterarbeiten möchten und das weiter ausschleifen möchten, könnten wir das nehmen und etwas Schönes draus bauen. Und das ist auch schon der zweite Grund, warum ich diese Maschine liebe. Die ermöglicht mir einfach extrem viel Zeit zu sparen, wenn ich Leimholz herstelle. Ich benutze sehr, sehr viel Massivholz, um halt eben Leimholz herzustellen, weil es mir besser gefällt und weil es ein bisschen mehr Spaß macht. Und da ist das dann halt ein echter Riesenvorteil, wenn man Massivholz sehr, sehr schnell planschleifen kann. Natürlich ist das hier keine Maschine, die man sich einfach mal so in den Keller stellen kann. Wir haben die damals mit einem Autoanhänger, also so einem Autotransporter, abgeholt, weil die halt, ich schätze mal, so um die 400-500 Kilo wiegt und sie ist halt einfach saugroß. Ich glaube, das komplette Teil ist 3,50 Meter lang und 1,50 Meter breit. Das bedeutet, das ist teilweise so viel Platz, wie manch jemand einen Werkstatt grundsätzlich überhaupt hat. Und deswegen muss man halt ein bisschen Platz haben, sich die Maschine in die Werkstatt auch stellen zu können. Das ist kein Geheimnis. Ich sag mal, dafür bezahle ich auch Miete, dass ich mir dann so einen Kram in die Werkstatt reinstellen kann. Aber das sind so viele coole Punkte, die müsste ja eigentlich 5000 Euro kosten. Und das ist auch schon der dritte Punkt, weswegen ich diese Maschine liebe. Die sind sau günstig. Ich gebe euch mal eine Sekunde Zeit. Was denkt ihr denn, was ich für diese Maschine bezahlt habe? Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Ich habe das Glück, dass bei uns im Umkreis die Maschinen schon immer ziemlich günstig waren. Ich kann euch nicht sagen, warum. Auf jeden Fall wollen viele Leute diese Maschine ja loswerden und deswegen sind die halt oft echt ziemlich günstig. Ich habe für diese Maschine 350 Euro netto bezahlt mit den ganzen Schleifbändern. Und die Schleifbänder sind tatsächlich mehr wert als dieser Langbandschleifer. Hört sich abgefahren an, aber das muss man sich mal vorstellen. 350 Euro ist ja eigentlich nicht so wirklich viel. Also manch Bandschleifer kostet schon mehr als dieser große Langbandschleifer hier. Und nur mit dem Bandschleifer hier kommt man auch nicht so weit. Wenn man sich einen guten Exzenterschleifer kauft, Mirka oder Bosch oder was auch immer, dann sind die tatsächlich schon teurer als hier diese große Maschine. Finde ich persönlich abgefahren und deswegen mag ich die Maschine umso mehr. Vielleicht habe ich dem einen oder anderen jetzt den Kaufanreiz gegeben, sich auch so ein Teil hier zuzulegen. Es gibt zwei Punkte, die vielleicht für den einen oder anderen nicht so schön sind. Und zwar ist das einmal die Staubentwicklung. Man muss wissen, so eine Maschine macht einfach sau viel Staub. Egal wie gut die Absaugung ist, über die ich ja heute nicht gesprochen habe, weil es da mehr Informationen in einem gesonderten Video gibt. Es entsteht immer Schleifstaub. Das ist einfach bauartbedingt durch die Maschine so. Man wird immer ein bisschen feines Staubmehl, ihr wisst, was ich meine, in der Luft haben. Das ist ein kleiner Nachteil. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn immer ich mit der Maschine arbeite, muss ich mir tatsächlich gut die Hände waschen, weil überall so ein bisschen Fett an der Maschine dran ist, es ist ein bisschen dreckig. Und wenn man so weiterarbeitet, dann hat man tatsächlich das Holz bei den nächsten Arbeitsschritten oft dreckig gemacht. Und das ist speziell ein bisschen ärgerlich, wenn man das Finish drauf gibt auf dieses fertige Brett, dann macht man halt seine Arbeit einfach dreckig. Das sind so zwei Punkte, die sollte man vielleicht wissen, wenn man sich sowas hier holt. Ist aber nicht der Rede wert. Dafür hat sie viel mehr positive Punkte. Vielleicht stellt jetzt jemand die Frage, Philipp, würdest du dir die Maschine genauso wieder kaufen? Mit all ihren Macken, mit all ihren Vorteilen und vielleicht auch Nachteilen? Definitiv ja. Die erspart mir so viel Zeit und das ist einfach sau cool. Das ist sau, sau cool. Ich arbeite sehr gerne mit der Maschine und will sie auch nie, nie wieder hergeben. Gib dem Video jetzt einen Daumen nach oben, das hilft mir mit neuen Videos. Und auf der Seite findest du jetzt noch zwei coole Videos. Würde mich freuen, wenn du da die auch anschaust. Und bald gibt es auch ein paar Videos zum Sägewerk und zu ein paar anderen coolen Maschinen, die ich noch bauen werde. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.